Okay, das Game fängt an. Damit herzlich willkommen, meine Lieben, zu Liminal Ranger, einem Free-to-Play Itch.io-Game. Also, wenn ihr Bock habt, das zu spielen, ja, dann könnt ihr das jetzt gleich, während wir hier den Run haben, dafür einfach einmal nach Liminal Ranger suchen und ihr findet das Spiel auch eigentlich relativ schnell. Wir spielen heute das True Ending und nicht mehr, wie ich mich vorbereitet habe, auf das Normal Ending. Der Unterschied ist, wir werden einfach während dieses Spiels kurz noch zusätzliche Collectibles einsammeln und ein bisschen anderes Ende sehen. Aber sonst ist das Spiel der Run basically gleich. Wir sind heute Osmorun, der nicht der Weltrekordhalter ist. Das ist nämlich Gioia. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Mit knapp 4 Minuten besser, was interessant wird, wenn ihr gleich seht, wie dieses Spiel aussieht. Es ist interessant, wo sie die 4 Minuten her hat. Und wir spielen auch, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht die Any%-Route, sondern die Unrestricted. Das heißt, wir sehen einen Glitch nicht. Man kann scheinbar irgendwie dupen. Aber ja. So, wir fangen auch direkt an. Ich nenne das die Level 1. Das ist einfach nur schnell Text smashen und durch Türen spawnen. Und dann nehmen wir hier den Helm und gehen durch eine neue Tür, die erscheinen ist. Und reden mit unserem Boss. Kurze Info zur Story. Die Story ist einfach, ich habe sie sehr schön zusammengefasst als Friends und People Lost in Space. Es ist also, ja, das. Wir suchen unseren Freund und helfen Spaces, die lost sind. Und wir sehen auch direkt Tutorial. Wir haben ein paar Items, nämlich 4 Stück gehabt. Das Tutorial ging jetzt gerade so schnell, dass ich euch kurz erkläre während dieses Level hier. Wir haben 4 Items, den Pogo-Stick. Der lässt uns 2-mal hüpfen. Beim 2. Mal können wir höher damit hüpfen. Dann haben wir eine Coin, die werdet ihr jetzt sehen. Hat er sie Okay, er hat... Nee, er hat sie nicht gedroppt. Genau, jetzt sehen wir sie. Was die Coin macht, wir können sie werfen und uns zu der Coin teleportieren. Dann haben wir den Hammer. Ihr seht relativ schnell, was der Hammer macht. Wir können damit Glas kaputt machen. Aber ebenfalls hat er auch einen kleinen Bug, dass wenn wir jumpen und ihn umdrehen, wir Geschwindigkeit und Höhe dazu gewinnen. Abhängig davon, wann wir gesprungen sind. Und wir haben Putzmittel, das zerstört Gegner. Das Putzmittel werden wir aber großartig nicht sehen, weil wir durch dieses Level hüpfen. Und am Anfang dieses Levels werden wir jetzt, oder beziehungsweise in diesem Level jetzt, werden wir Gegnern ausweichen, um sie einfach nicht zu bekämpfen, weil wir sind lieb. Und Collectibles sammeln. Insgesamt 8 Stück. Das sind einmal 4 Getränke-Packungen. Ich weiß gerade nicht, wie man sie nennt. Und 4 Soda-Cups, jetzt kam ich drauf, Soda-Cups. Und 4 Bänke. Das macht der Hammer, er hammert, das war der Hammer. Ja. Ja, bei dem Spiel wäre Out of Bounds. Ja, sogar richtig, ja. Witzig. So, währenddessen, ihr werdet jetzt auch sehen, dass wir immer mal wieder die Coin und den Pogo-Stick benutzen. Das werden unsere 2 Main-Items großartig, neben dem Hammer, den wir hin und wieder mal benutzen, um ein bisschen floaty zu werden. So, wir legen hier die Coin ab, gehen dann weiter. Und werden jetzt gleich kurz links abbiegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Jetzt hätte das beinahe nämlich vergessen. Ja, True Ending. Wir haben hier ganz kurz einen Papierflieger mitgenommen, der wichtig ist fürs True Ending. In jedem Level gibt es ein Zusatz-Item, was wir sammeln müssen, um das True Ending halt zu kriegen. Neben unseren 8 Haupt-Items. Oder was heißt Haupt-Items? Hauptgegenständen. So, hier habt ihr jetzt gerade einen schönen Jump gesehen. Wir sind auf die Kante von diesem kaputten Building gegangen. Gerade so hoch gesprungen, an der Kante hängen geblieben, konnten nochmal ein Stück weiter hochspringen und sind jetzt oberhalb des Gebäudes, wo wir eigentlich mit dem Pogo-Stick von unten hochspringen sollen. Und können jetzt einfach von hier oben runterspringen. So, übrigens habt ihr jetzt auch gesehen, was passiert, wenn wir zu lange bei den Gegnern in ihrem Range bleiben. Dann werden wir einfach zurück zu unserem letzten Checkpoint gesetzt. Ja, bei ihm geht richtig schön ab. Den kann man übrigens überspringen, wir müssen nicht mal mit ihm reden. Und das war auch schon das erste Level. Übrigens, falls ihr euch gefragt habt, mit wem haben wir da geredet? Genau, wir haben mit dem Korridor geredet. Also, wir haben mit dem Raum selbst geredet. So, und jetzt kommt unser Boss und meint so, yo, hier, du musst 1 deiner Items wegwerfen. Wir werfen unsere Sprühflasche weg und können danach dafür ein weiteres Item updaten, nämlich der Hammer. WTF ist das für ein Trash-Game? Es ist kein Trash-Game, es ist ein sehr trippy Game. Es ist wirklich kein Trash.
So, und jetzt können wir, seht ihr mal nochmal kurz die Fähigkeit unseres Hammers. Wir fliegen jetzt einfach mit ihm. Wenn wir springen und gleichzeitig den Hammer drehen, behalten wir halt einfach Geschwindigkeit und nehmen an Höhe zu. Genau, das ist ein kostenloses Game für eine Person. Es sieht nur trashig aus. Es ist wirklich nur, es sieht nur trashig aus. Ihr könnt es, wie gesagt, selbst spielen, wenn ihr einfach danach sucht. Das ist komplett kostenlos auf Itch.io. So, das nächste Level ist jetzt mehr oder weniger, wir jumpen erstmal an Gegnern vorbei und bewegen uns einfach nach vorne. Mehr passiert nicht, bis wir um die Ecke kommen. Und hier seht ihr einen großen Raum, das ist der Raum. Und eigentlich ist da eine unsichtbare Wand, aber leider wurde vergessen, ein kleines Stück dieser unsichtbaren Wand länger zu ziehen, weswegen wir an einer Corner einfach vorbeikommen und nicht mal mit dem Raum reden müssen. So, und jetzt gibt es unsere nächste Aufgabe. Wir sollen nämlich 4 Lichtschalter und Stühle jeweils sammeln. Wir droppen einmal kurz die Key und hüpfen dann weiter nach oben, damit wir jetzt gleich uns wieder zurück teleportieren können. Dieser Jump ist übrigens ein bisschen schwieriger gewesen. Jetzt zum Beispiel teleportieren wir uns wieder zurück, nachdem wir den letzten Schalter gefunden haben. Wir haben gerade eben einen sehr präzisen Jump gemacht. Der war sehr knapp. Also man kann unten hängen bleiben. Der hier ist, ja, hier sieht man es, was passiert, wenn wir nicht... Ah, okay, er hat sich noch retten können. Eigentlich wollten wir da nicht an die Wand kommen, aber hey, man konnte sich retten. So, jetzt sammeln wir übrigens Stühle. Dann gehen wir zurück zu unserem Checkpoint, sammeln den nächsten Stuhl. Und wir resetten wieder zum Checkpoint. Und holen den nächsten und ich glaube letzten Chair ist das hier. Genau. Und teleportieren uns zurück zu unserer Coin. Und jetzt geht's auch wieder zurück zum Raum. Und damit haben wir auch das nächste Level abgeschlossen. So, und dann sind wir wieder bei unserem Boss. Und ihr habt es gerade schon vielleicht gemerkt. Wir müssen wieder ein Item loswerden und ein anderes updaten. Deswegen... Hat er jetzt gerade seinen Hammer entfernt? Okay, interessant. Dann, ist das der Unterschied scheinbar zu True Ending? Weil eigentlich entfernst du den Pogo und upgradest die Coin. Aber er hat jetzt den Hammer entfernt und die Coin geupgradet. Ich tippe mal, das hängt damit zusammen wegen True Ending. Es gab eine Spende. Oh, dann können wir die gleich nach dem Spiel vorlesen. Gerne. Ich habe nämlich keine Notification bekommen. Aber ich kann ihn gleich gerne nach dem Spiel vorlesen. Jetzt gerade ist das ein bisschen doof, weil wenn ich sie vorlese, ist das Spiel wahrscheinlich auch gleich schon vorbei. Ja, wir laufen jetzt hier gerade nur durch einen Korridor, der ziemlich dunkel ist. Und die einzige Sache ist, da sind Gegner drin, die uns halt, wenn sie uns sehen, ja, uns nicht mögen. Okay, er hat jetzt gewechselt von... Wait, what? Da bin ich jetzt verwirrt, bin ich ehrlich mit euch. Weil theoretisch sollten wir eins der Item nicht mehr haben. Warum wir das Item noch haben? Ich habe keine Ahnung. Das muss ein neuer Trick sein, weil der war nicht bis jetzt irgendwo gelistet. Ja, nice. Egal. Aber wir haben den... Wir sind mit dem Hammer kurz out of bounds geflogen. Also theoretisch out of bounds. Es ist nicht wirklich out of bounds, weil... Was ist hier out of bounds? Was ist hier inbounds? Man weiß es nicht. So, wir haben übrigens auch unsere Coin am Eingang liegen gelassen. Einfach damit wir uns gleich nachdem wir alles gesammelt haben, direkt dahin zurück teleportieren können. Übrigens, die großen Tore, habe ich noch gar nicht erklärt, sind unsere Checkpoints, zu denen wir uns wieder zurück teleportieren können. Oder beziehungsweise wieder landen, wenn wir von Gegnern getroffen werden. So, und jetzt fliegen wir direkt in dieses wundervolle Wesen. Weil da ist eine Plattform mit einem Skateboard. Und gehen dann zurück zu unserem Checkpoint und fliegen zum letzten Skateboard, was hier links einfach auf einem Stein liegt. Und damit haben wir unsere 4 Dinge gesammelt. Teleportieren uns zurück zu unserer Coin, lassen unsere Coin wieder liegen und gehen wieder out of bounds und suchen die anderen 4 Objekte, die wir suchen müssen. Das sind jetzt die 4 Zäune.
Übrigens, falls ihr wissen wollt, warum genau diese Items oder was die Story genau von dem Game ist oder was die Leute uns sagen, dann lest eben schnell oder spielt das selber, spielt das Spiel selber. So, das hier ist übrigens das Buch, das wir hier noch mit zusätzlich geholt haben, ist für das Training das letzte Item. Wir nähern uns auch schon an dem Ende des Spiels. Sobald wir hier alle 4 Zäune gesammelt haben, einen Zaun können wir übrigens direkt durch die Wand nehmen. Sobald wir die haben und den letzten Dialog durch haben, ist auch schon das letzte Level. So, jetzt haben wir alle 4 Zäune, gehen durch die Tür. Und da wir jetzt das True Ending freigeschaltet haben, ist das Ende ein bisschen anders. Normalerweise würden wir, wenn wir jetzt nicht alle Objekte gesammelt haben, mit dem Boss bequatschen und zu unserem Auto gehen und dann ist Time. Aber ja, wir haben unseren Freund gefunden im True Ending. Er war schon die ganze Zeit einfach in seiner Wohnung. Er war gar nicht weg. So, jetzt quatschen wir ein paar Mal mit ihm. Und ja, dann, wenn wir gleich den letzten Dialog mit ihm haben, ist auch schon Time. Und Time. Damit sind wir durch. Das war der Mineral Ranger. Ein ziemlich seltsames Game, aber es ist toll. Und falls ihr es jetzt, wie gesagt, selber spielen wollt, packt euch mal den Link dafür in den Chat. Da könnt ihr es selber spielen. Beziehungsweise runterladen. 5 Minuten unter seiner Estimate. Ja, wir haben aber True Ending gespielt. Oh, achso, True Ending wurde hinzugefügt zu deiner Zeit. Ja, aber da ist er WR halt. Ich weiß gar nicht, welche Zeit er bei True Ending hat. Das habe ich gar nicht nachgeguckt. Gute Frage. Ranger? Oh ja, er ist unter seiner Zeit. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ein neuer Weltrekord ist für die Kategorie. Oder ob er irgendwas geskippt hat. Ich bin halt verwirrt immer noch, weil er ein Item mehr hatte. Aber ja, keine Ahnung. Aber das war Limited Ranger.